Seit Freitag 15 Uhr läuft sie wieder, die 50. Maiwiesen in Burghausen. Zum Jubiläum 50 Jahre Burghauser Maiwiesen hat mit The King XXL Best Loop das neue Zeitalter begonnen. Das einzigartige Flugkarussell mit Außenblick und mehrfachen Loops in einer noch nie dagewesenen Aufmachung. Am Freitagabend um 17 Uhr startete die Maiwiesen mit dem traditionellen Standkonzert der Bläser. Die Georgsbläser, die Hochburg Acher, die Oktoberfestkapelle Otto Schwarzfischer, der Neuöttinger Spielmanns- und Fanfarenzug und die Lindacher. Alle waren sie auch in diesem Jahr bei der 50. Maiwiesen wieder mit dabei am Lindacher Platz. 300 Liter Freibier spendete die Brauerei Wieninger zum Auftakt den zahlreichen Zuschauer. Und die waren alle sehr überzeugt von dem süffigen Maiwiesenbier. Unter dem Jubel der Zuschauer zog dann der große Festzug mit Abordnungen von Stadtrat, Werbering und Gewerbeverband und von den Burghauser Vereinen durch die Neustadt zum Wiesengelände. Im Festzelt angekommen, trat dann erster Bürgermeister Hans Steindl auf die Bühne und begrüßte die Leute im restlos vollen Wiesenzelt. Als dann alle aufs Anzapfen wartete, gab es dann eine Überraschung. Der Bürgermeister zapfte dieses Jahr nicht an und überließ es einen der Gründungsväter der Burghauser Maiwiesen, Gustl Geit. Und er brauchte genau 3 Schläge dazu. Wie ist denn die Maiwiesen eigentlich vor 50 Jahren entstanden? Aber entstanden ist die Maiwiesen vor allem deshalb in Burghausen, weil Burghausen allerweil im Schatten der Altedinger Duis gestanden hat. Und darüber hat er uns ehrlich gesagt ein wenig gestungen. Und außerdem ist ja damals dann allmählich die Motorisierung und das Autofahren aufgekommen. Auf Altedinger umgefahren und dann möglicherweise ein Mastringer und dann heim. Das war gefährlich. Und darum haben wir gesagt, wir machen uns jetzt in Burghausen unser eigenes Fest. Und das haben wir über den Gewerbeverband und über den Werbering aufgezogen, dass wir einen Träger gehabt haben, der das macht. Und es hat von Anfang an geklappt, weil unsere Burghauser mitgemacht haben. Das war der Beweis dafür, dass wirklich alle auf dieses Fest in Burghausen gewartet haben. Gustl Geit, der in den 50 Jahren noch keine einzige Maiwiesen ausfallen hat lassen, erinnert sich auch an einige Highlights in den 50 Jahren. Ja, es hat natürlich viele Höhepunkte gegeben. Einer der Höhepunkte, den ich besonders in Erinnerung habe, das war einmal, dass wir eine Mitternachtschau gemacht haben.
mit der Kapelle Ambroselos, eine internationale Kapelle, die man sonst eigentlich gar nicht kriegt, ohne weiteres. Aber durch Vermittlung haben wir mehr diese Kapelle gekommen. Und da haben wir noch eine Mitternachtschau gemacht. Das war damals eine ganz unbändige Geschichte bei einem Ambroselos. Der war ja international sonst bloß auf den Kreuzfahrtschiffen präsent. Aber durch Vermittlung haben wir den gekriegt. Und das war einer der Höhepunkte. Noch eine schöne Kapelle habe ich in Erinnerung. Das waren die Hot Dogs. Die sind von München gekommen. Das waren die, die die alten Rittersleute gespielt haben. Dann haben wir auch noch mehr Kapelle gehabt, Sepp Bill. Dessen Attraktion war, dass ein Mitglied dieser Kapelle mehrmals, ich betone mehrmals, während des Abends und während des Spielens eine Maß Bier in einem Zug auszupfen hat. Am Schluss hat er allerdings nicht mehr spielen können. Bürgermeister Hans Steindl war voller Stolz auf die 50. Maiwiesen und er konnte den Start dieser Jubiläumswiesen auch kaum erwarten. Ja, wir haben uns also schon lange auf diesen Tag gefreut und auch die Bevölkerung, das hat man direkt gespürt, die warten auf die Maiwiese und wir haben eine tolle Wetterprognose, es wird sicher eine Rekordwiese werden, wo jeden Tag hier 5000 Leute auf diesem Festgelände sich aufhalten. Wir haben auch heute gemerkt, dass auch beim Auszug sehr viele Kinder dabei waren am Straßenrand, ein paar sind sogar im Auszug mitgegangen, also die Maiwiese ist ein Familienfest, ja, von ganz klein bis ganz groß. Und wir freuen uns jedes Jahr drauf und die 50. ist natürlich schon etwas ganz Besonderes. Und deswegen war es auch richtig, dass der Gustl Geit als der Gründervater eigentlich von dieser Maiwiese heute das Anzapfen gemacht hat und nicht der Schirmherr. Ich konnte es nächstes Jahr auch wieder machen. Da bin ich dann fast 30 Jahre dabei als Schirmherr. Da passt dann auch. Ist dann meine letzte Maiwiese im nächsten Jahr als Schirmherr. Also von daher wollen wir das jetzt genießen in diesen 10 Tagen und es wird ein tolles Fest. Ein wunderschön gestaltetes Festzelt mit ausgezeichneter Küche und dem süffigen Bier der Privatbrauerei Wieninger, das krönt natürlich den Festbesuch. Der Geschäftsführer Christian Wieninger ist sehr dankbar, dass in Burghausen sein Wiesenbier ausgeschenkt wird. Ja, das ist natürlich eine Riesenfreude. Wir sind jetzt auch seit ein paar Jahren schon dabei und es ist eigentlich jetzt auch das Gleiche. Die Leute bereiten vor, man kommt zusammen, man sitzt da drin im Festzelt, es ist eine Wahnsinnsstimmung. Alle sind gut drauf und es macht wahnsinnig Spaß, dass wir da sind. 50 Jahre für so ein Fest und dass sich das eigentlich so entwickelt hat, immer noch so toll läuft und so gut ist, kann man nur gratulieren. Und ich hoffe, dass die nächsten 50 Jahre genauso erfolgreich werden und dass es so weitergeht. Der Burghauser Bürgermeister durfte dann noch mit dem Neuöttinger Spielmannszug einen Marsch dirigieren. Das hat er auch mit viel Freude gemacht. Die Jubiläumswiesen läuft übrigens noch bis zum 13. Mai und hat noch einige Höhepunkte zu bieten. Ja, wir haben natürlich den Festabend am Montag. Das ist ein ganz besonderer Abend, weil wir da am Nachmittag schon mit den Senioren von Burghausen anfangen. Da kommen also fast 2000 Senioren hier ins Bierzelt von der Stadt eingeladen. Und am Abend gibt es den Festabend mit Nödel und Kraut als Kabarettgruppe, mit der Modenschau, mit einigen Festansprachen. Und es ist aber jeder eingeladen. Das Zelt wird sicher übervoll werden. Und dann ist der Kindertag am Dienstag und es ist der Tag der Nachbarschaft. Ja, und dann am Vatertag gibt es auch noch einige besondere Highlights. Also es lohnt sich eigentlich jeden Tag ein Besuch auf der Burghauser Maiwiesen. Weitere Infos gibt's natürlich im Internet unter www.maiwiesen.de.